Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Wenn wir jetzt mal über Ferrari sprechen, möchte ich euch mal ein Bild zeigen aus der 35. Runde. Da gab es den Boxenstopp für Charles Leclerc mit einer Standzeit von 5,3 Sekunden. Da sehen wir auch noch ein Bild, hat man auch wieder ein bisschen zu länger gebraucht. Marc, typisches Ferrari-Thema, was wir in dieser Saison bekanntermaßen ja schon häufig gesehen haben. Ich habe Ferrari dieses Jahr schon oft kritisiert. Aber diesmal ist Ferrari unschuldig. Es war der Chauffeur. Leclerc hat nicht am richtigen Punkt angehalten. Die mussten mit den Rädern nachrutschen, weil er zu spät gestanden ist. Das heißt, er ist ungefähr, ich glaube, 50 Zentimeter übers Ziel hinausgeschossen und alle mussten nachrutschen mit dem Schlagschrauber, mit den Ersatzrädern und so weiter. Und das hat er sich ganz selbst zuzuschreiben. Da kann das Team nichts dafür. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also wenn du da dann in die Box reinfährst, für alle die, die da vielleicht nicht so viel Ahnung haben davon, wo sieht jetzt in diesem Fall Leclerc, wo er genau stehen bleiben muss? Und wie kann es sein, dass er dann diese 50 Zentimeter weiter rutscht? Weil es nass war. Weil es nass war, hat er den Bremsweg verschätzt. Ja, also das kann passieren, ist verständlich. Also wir hatten mal ein DTM-Rennen in Ungarn. Da haben die Fahrer, gerade die Mechaniker, über den Haufen gefahren, weil sie nicht bremsen konnten. Also das kann schon passieren. Also das ist jetzt wirklich den Bedingungen zu entschuldigen, wenn man eine Entschuldigung braucht. Auf der anderen Seite, andere haben ja auch am richtigen Ort angehalten. Also man muss halt da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber eben unter dem Druck passieren halt Fehler. Aber man muss sich vorstellen, dass eine Markierung am Boden in dem Moment, wo der sitzt im Schlagschrauber da und will dann nur nach vorne mit dem Schlagschrauber, aber da ist das Rad nicht mehr da. Ja? Also, da muss er erst mal rüberhoppeln und zum Rad kommen. Also deswegen die 5 Sekunden. Hat das Auswirkungen gehabt auf das Rennergebnis? Also wenn der Boxenstopp unter 3 Sekunden gewesen wäre, im besten Fall ist so um die 2,5 Sekunden, hätte das Auswirkungen gehabt im Kampf mit Perez oder wäre das jetzt nicht sonderlich groß ins Gewicht gefallen? Nein, weil Red Bull hat einen perfekten Stopp hingelegt. Das heißt, selbst wenn sie einen guten Stopp gehabt hätten, wäre die Reihenfolge geblieben. Generell, jetzt auch mal gerade zum Thema Ferrari, gestern wieder Charles Leclerc ja auf Pole Position, Bernd und ich, wir haben ja gestern darüber gesprochen und das Qualifying analysiert. Wieder hat es nicht zum Sieg gereicht, Marc, weil ich ja mit Bernd schon gestern darüber gesprochen habe. Warum hat es für Ferrari heute wieder nicht gereicht? Weil Perez, der zwar an diesem Wochenende deutlich näher an Verstappen dran war wie in den zurückliegenden Rennen. Aber was hat Ferrari irgendwie wieder falsch gemacht? Oder anders gefragt, was hat Red Bull richtig gemacht? Also Perez fährt ja grundsätzlich bei Stadtkursen gut. Ja, er hat ja praktisch jetzt schon viele Stadtrennen gewonnen. Er hat in Baku mal gewonnen, er hat in Monaco gewonnen und jetzt hat er auch hier gewonnen. Also der fährt gut auf Stadtkursen, das muss man ihm wirklich lassen. Aber grundsätzlich war es der Start. Wäre ein Start der Ferrari in Führung gegangen, glaube ich, hätten sie auch das Rennen gewonnen. Also mit dem verpatzten Boxenstopp hätte es natürlich dann wirklich auch schief gehen können. Aber grundsätzlich war der Start schon das Entscheidende für dieses Rennen. Mal im Startkurs zu überholen, wenn man nicht viel schneller ist, ist wahnsinnig schwer. Carlos Sainz konnte aber im Gegensatz zu Charles Leclerc, der ja wirklich die Pace von Perez mitgehen konnte, überhaupt nicht mitgehen. Bernd, hast du eine Erklärung, warum Carlos Sainz da eher so ein Stück weit zurückgefallen war und nicht die Pace mitgehen konnte? Na gut, man hat es ja über das ganze Wochenende gesehen, dass Charles einfach einen Tacken schneller war. Und dann bist du auch so eingefahren und da wieder aus dieser Schleife rauszukommen, ist dann wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und Marc hat es auch gerade schon gesagt, der Charles hat da wirklich richtig hart gepusht. Da war mal ganz kurz, wenn er vorbeigekommen wäre, glaube ich, hätte er das halten können. Oder da wäre es dann wieder schwierig geworden, natürlich für Sergio vorbeizukommen. Und zum Schluss hat er auch Charles einige Fehler drin gehabt, leichte Verbremser. Man hat gesehen, er fährt absolut auf der letzten Rille, weil er mal
richtig in das DRS-Fenster reinkommen, also den DRS richtig auszunutzen von Turn 5 zu 7 Runde, wo die beste Überholmöglichkeit ist. Und es hat immer ein paar Meter gefehlt. Und das war also wirklich schon sehr, sehr schwierig. Man hat es ja auch bei Verstappen gesehen, wie schwierig es ist, an einem Alonso ranzukommen, der einfach das so gut getimt hat mit Energy und mit der Leistung, dass die immer optimal zur Verfügung stehen, an denen Stellen, wo ich sie brauche. Und ich glaube, das Gesamtkonzept vom Fahrzeug war heute bei Perez, deswegen hat er auch korrekterweise gewonnen. Er hat sich am besten einteilen können und sie haben gar keinen Fehler gemacht. Und deshalb, da sprechen wir ja gleich noch drüber, über Red Bull. Eine Frage mal noch mal Richtung Leclerc. Man hat ja Leclerc über Funk mitgeteilt, dass da Perez möglicherweise eine Strafe drohen wird, also dass da die Rennkommissare eben noch diesen Fall nach dem Rennen untersuchen, hat ihn aber trotzdem gewissermaßen aufgefordert, er solle zusehen, dass er innerhalb dieser 5 Sekunden bleibt. Das ist ihm ja am Ende des Rennens oder bis zum Ende des Rennens ja nicht gelungen. Jetzt ist natürlich die Frage, am Ende waren es 7,5 Sekunden. Hat man ihm dann irgendwann gesagt, was man jetzt selber über das Wölfe nicht gehört hat, möglicherweise, dass er gar nicht jetzt gar nicht pushen muss, weil man eher von 10 Sekunden ausgeht, wenn es eine Strafe gibt? Oder hat er dann einfach irgendwie an Leistung eingebüßt und Perez irgendwie konnte noch ein bisschen mehr Leistung bekommen oder aufwenden? Ich denke, dass Leclerc sich ein bisschen übernommen hat, wo er da diese Angriffe gefahren hat. Ich denke, vielleicht haben auch die Reifen überhitzt, obwohl das bei diesen Bedingungen schwierig zu glauben ist. Aber trotzdem, wenn du anfängst zu rutschen mit dem Auto, dann lässt auch der Grip der Reifen nach. Das heißt, es schadet der Haftung, wenn du immer wieder ins Rutschen kommst. Und man hat viele Rutscher gesehen bei ihm. Und ich denke, weil er halt so dicht hinter und dem Perez hergefahren ist, dass er seine Reifen etwas überfordert hat. Und wie Bernd vorhin schon gesagt hat, er hat dann ein paar Fehler gemacht. Auch dann, als sie ihm gesagt haben, du musst innerhalb der 5 Sekunden bleiben, ist er 2-3 Mal aufs Nasse gekommen, ist also zu weit gerutscht. Das heißt, er hat gepusht, aber hatte den Grip nicht mehr. Also irgendwie hat er die Haftung verloren. Und bei Perez hat man eher das Gefühl gehabt, das Auto wird besser und besser mit leerem Tank. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.